Hallihallo Minecraft-Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Sky Factory 2. Wundert euch am besten mal nicht, wenn ich fliege oder hier so eine riesen Baumklotz steht oder eine riesen Smeltery und hier hinten sowas. Na gut, das da hinten kennt ihr schon. Das liegt am Vorproduzieren. Ich wollte euch nur sagen, viel Spaß beim Video, weil ich das ja letztes Mal so abrupt abgebrochen habe. Viel Spaß, wie ich den coolen Cleaver crafte. Ah, genau. Jetzt ist es ausgehärtet. Also raus damit und jetzt rein damit, rein mit dem Menü da rein. Deutsch. So. Lass Härte aus. Nein, sag mir nicht, dass das Menü ausreicht. Okay, wir haben nicht genügend Menü, also muss ich nochmal warten, bis die Kuh hier fertig ist. Lol, das ging aber schnell. Ja gut. Ja, warum nicht? Ich glaube, so eine Erzautomatisierung damit wäre auch ziemlich effektiv. So, ist drinnen. Ja. Weiter gießen. Und dann ist jetzt der Menu-Cleaver-Kopf ausgehärtet. Und ich kann ihn mir rausnehmen. Und damit jetzt hoffentlich den Cleaver bauen. Ansonsten brauche ich Hilfe von den Leuten in den Kommentaren, wie ich das dann bauen soll. Ich meine, der Cleaver wird hier drin irgendwie nicht angezeigt. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht brauche ich auch eine andere Pattern. Ich guck mal schnell. Ah, okay, ich habe das Problem kapiert. Wir brauchen so eine spezielle Toolstation. Das heißt, wir brauchen dafür 4 Eisenblöcke, 3 Seared Bricks. Ist ja nicht so, als hätte ich schon welche im Inventar. Eisen hier nehmen. Und dann craften wir uns schnell noch eine weitere Tinker's Construct. Sache, ich müsste echt mal so richtig meine Base aufbauen. Eisen tue ich einfach mal wieder zurück. Und dann upgraden wir hier unsere Station. Das müsste die hier sein. Das in die Mitte. Das drüber. Und dann Eisenblock nach da und nach da. Genau, dann haben wir diese coole Toolstation. Boah, was wir uns da für geile Sachen machen können. Lol. Sense, Hammer. GG. So, und da können wir uns jetzt diesen Hammer theoretisch machen. Aber da fehlt uns noch ein was und etwas anderes, was ich noch machen möchte. Und zwar habe ich überlegt, dass ich diese Tough Rod Pattern doch machen möchte. Und hier, dieses Teil brauche ich auch. Also, ich schmeiße nochmal Gold in die Smeltery rein. Damit ich irgendwie ein bisschen was daraus machen kann. So. Dann gehe ich hier hinter zur Mob Farm, da sollte überall noch Papier in den Kisten verstreut liegen. Denn ich will mir doch so eine Papier. Paper. So eine Papier-Toughword machen. Also so ein Papiergriff, denn da bekommt man etliche Modifiers mehr, die man dann beschreiben kann und das finde ich ziemlich geil. So, irgendwo sollte dann hier Papier sein. Hier sind mal 2. Ich glaube, ich habe die letzten Papiere, die ich immer so bekommen habe, gar nicht aufgehoben. Na, kein Problem. Machen wir ein kleines Lootbag-Opening in der Zeit, wie das dort hinten durchschmilzt. Das Papier kam, glaube ich, immer hier raus. Was ich nicht brauche, kommt einfach weg. Oh, Netherquarz ist auch ganz cool. So. So, ich schmeiße jetzt einfach alles weg, wo kein Papier drin ist. Ich meine, ich habe die Lootbags eh oft. Kein Papier, kein Papier, kein Papier, kein Papier. Komm, auch das Netherquarz ist jetzt nicht so wichtig. So. 8 Stück wieder. Kein Papier. Kein Papier. Rechtsklick. Kein Papier bei Inner Pern. Hier. Kein Papier. Kein Papier. Kein Papier. Immer noch kein Papier oder war ein Ender Beats Mist. Kein Papier. Immer noch kein Papier. Guck ich mal hier drinne. Kein Papier. Oh, Obsidian, das ist doch gut. Keins. Lapis. Keins. Keins. Ich brauche Papier. Keins. 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 Ich würde sagen, ich gucke einfach nochmal dort vorne, ob ich da noch Papier habe. Denn
Ich will schon unbedingt so ein Paper Tupperboard haben. Kein Papier. Keins. 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 Vielleicht pflanze ich demnächst mal Zuckerrohr an. Das wäre vielleicht ganz gut. Haben wir hier vielleicht schon solche? Nee. Okay, dann vielleicht doch keine Papier-Tupperboard. Kostet 3, also könnt mir nicht mal eine machen. Ja, gut, dann halt nicht. So, jetzt erstmal hier das raus. Dafür brauchen wir jetzt. Also jetzt müssen wir uns hiervon wieder so ein Holzteil oder Steinteil machen. Kann das kein Stein? Doch. Hä? Kost 9. Das kann doch Stone. Ach so. Muss diesmal wirklich Stein sein. So. Also das hier in die Smeltery oder auf die Smeltery drauf. Gold auswählen. Und dann eine Plattform da mit aus Gold gießen. Woran erkenne ich jetzt, dass es fertig ist? Ah, daran, okay. Also, gar nicht. So, das kann jetzt gleich weg. Und jetzt haben wir dieses Teil. Das gieße ich mir jetzt einfach mal noch ins Menü drin. Ich meine, wir haben ja genug nicht. Aber ich kann wieder die Kuh melken. Melk. Da haben wir wieder 1000 Millibucket mehr Menü. So, rein damit. Und jetzt hier. Ist es nicht fertig? Dann wieder oder noch mehr Menü drin drauf. So lange, bis es halt fertig ist. Dann will ich es haben. Ja, dann haben wir es. Okay, das heißt, das Menü-Lin-Teil haben wir jetzt. Und vielleicht werde ich das später nochmal modifizieren oder neu machen. Denn, ja, jetzt muss ich halt das andere nehmen. Jetzt hier die Tupperboard, da mache ich mir einfach hier ganz schnell wieder so eine aus Stein. Wieder hier drauf, dann wieder Gold gießen. Oh lol, wie viel Menü-Lin das einfach gezogen hat. 3 Ingots. So, das kann raus. Dafür kommt jetzt hier Menü-Lin drauf. Dann machen wir das und dann haben wir gleich unseren OP-Cleaver los. Komm, komm, raus, raus, raus. Yes! Wir haben den Cleaver. Wir haben den OP-Cleaver. So, kann raus, kann raus, kann. Nee, haben wir doch nicht. Tupperboard. Wir brauchen dazu nämlich 2 Tupperboards. Das Menü-Lin reicht nicht aus. Bitte lass die Kau wieder melkbar sein. Nicht, komm schon. Ach man. Ich probiere mal was anderes, wenn ich jetzt den Menü-Lin, das Menü-Lin-Handteil, was ich ja nicht brauche, und das hier wieder einschmelze, dann sollte ich theoretisch auch was bekommen. Ja, okay, das funktioniert. Also, hier die Teile sind durch. Jetzt kommt gleich hier wieder schön Menü-Lin rein. Und das sollte hoffentlich ausreichen, um das voll zu gießen. Also, ob es nicht ausreicht, um das voll zu gießen. Wie viel Menü-Lin brauche ich dafür denn bitte? Waren doch irgendwie 4 Ingots drin, oder? Bitte lass die Kau wieder Ja, sie ist wieder meldbar. Puh, okay. Rein damit. Und jetzt wieder Menü-Lin nach oben und das Teil gießen und dann haben wir endlich zwar eine schwere Geburt, aber wir haben es, den Cleaver. Ach. Die Pattern wieder rein, jetzt hier drauf, Cleaver und dann, ich weiß, komplett aus Menü-Lin ist jetzt vielleicht nicht so geil, aber wir haben, boah, das Teil macht 14 Attack Damage und es ist ungeskillt. Wenn ich mich jetzt da hinstelle und skille, ja, dann wird er so krass okay. Und weißt du, was auch cool ist? Wir haben noch solche Moosbälle übrig. Das heißt, ich kann da gleich mal Auto-Repair draufpacken. Hier ein rein. Und dann hat er auch schon Auto-Repair. Habe ich noch irgendwas, was ich gleich drauf machen könnte? Und ich glaube, Obsidian und Enderperle zusammen ergibt noch was. Und zwar Köpfen. Also heißt zumindest auf Deutsch. Also nehme ich mir einfach mal eine Enderperle. Oh, lol. Ich habe 4 Enderperlen im Inventar.
Okay, man kann schon sehr langsam damit schlagen, aber macht halt so viel Damage. So, Enderperle und Obsidian zusammen. Umgekehrt. Habe ich. Okay, ich habe keine Modifier mehr drauf. Ja gut, dann haben wir jetzt trotzdem schon einen richtig krassen OP-Cleaver. Ich farm damit ein bisschen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.